Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days Today mit mir, den Kabin. Und ja, wir haben heute Horde. Ich bin hier schon ein bisschen an Vorbereiten. Zum Glück habe ich letztes Mal ja nicht zeigen können. Wir hatten ja ein bisschen wenig Munition gehabt. Auf der anderen Seite war aber da 600 Schuss noch drin pro Turm. Also ich habe das jetzt ein bisschen rumverteilt. Also auf der Seite sind jetzt 500 Schuss drin. Da sind 500 Schuss ungefähr drin. Und hier müssen wir noch ein bisschen aufstanden. Aber wir haben noch ein bisschen Breath und Hülsen haben wir ja auch noch ein bisschen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wird zwar immer noch ziemlich knapp, aber wir kriegen es hin. Jo. So, jetzt werden wir mal kicken. Das war ja nicht viele Breath, was ich unten drin geschmissen habe. Alter, der hat schon wieder doch. Das kann doch nicht wahr sein. Da kriegt das Sprichwort Duscht wie eine Zicke eine ganz andere Bedeutung, Mensch. So, warte mal, das einschmelzen. Das, dann haben wir noch hier das ein bisschen und da. Gut, dann habe ich das alles ver... Ach, du Kacke. Gut, mit der Schrutze werden wir nicht viele anfangen können. Aber wir werden es ver... Alter, AK, das ist ja... Oh. Gut, ich glaube, mehr brauchen wir ja nicht. Weil die Pisitole, die wird uns nicht viel bringen. Und die anderen Wummen, die haben eigentlich genug Durchschlagskraft. Das müsste rein theoretisch eigentlich so funktionieren. Theoretisch. Ob das praktisch so ist, werden wir schneller raus, wenn uns lieb ist, ne? Aber so ist es nun mal, ne? Und die... Wie gesagt, ich gehe ja immer noch davon aus, dass die Horden immer von Welle zu Welle stärker werden. Das sollte eigentlich so sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so der Fall ist. Weil, wie gesagt, wir sind ja jetzt bei Tag 105. Und, ja, vielleicht könnte mal so langsam passieren, dass sie sagen, wisst ihr was, hier, hast du gewonnen. Gut. Ich sollte mal ein bisschen Holz drin schmeißen, sonst wird das nicht mit Nein schmelzen. Alter, der hat schon wieder duscht. Da, guck. Das ist doch nicht mehr normal, Leute, oder? Mit denen stimmt doch irgendwas nicht. So, warte mal, das noch ein bisschen einschmelzen. Sag mal, was kriegen wir denn jetzt an Hülsen raus? Hülsen. Gut, okay, wir haben hier noch fast 500. Werden dann 500. Okay. Der Blöde ist, ach du Kacke. Naja, ohne Schwarzpulver bringt uns die ganze Schoße nicht, wa? Was habe ich denn hier? Gut, Leute, ich glaube, wir bräuchten jetzt... Warte mal, da ist Blei drinnen, da war Kohle und da ist... Gut, wir müssen doch noch ein bisschen Erde klatschen und so, ne? Ja, bleibt nie übrig, ne? Da müssen wir durch, wie durch, wenn man Frosch werden möchte. So, aber zum Glück weiß ich ungefähr, wo was ist. Bitte lass da unter noch mehr sein. Das wäre jetzt ja schlecht, wenn jetzt unsere Quelle drin hier liegt. So, aber da unten geht das weiter. Zum Glück. Aber wir müssen eben halt dran denken, dass wir das dann irgendwann mal auch abstützen, ne? Sonst haben wir nämlich ein kleines Problemchen. So, mal die Schippe. Die Schippe. Dang. Du bist doch, oder? Genau. Die Frage ist, wie viele Kohle ist hier noch unter? Ach, hier geht das ja weiter. Der geht ja hier weiter und weiter und weiter. Und hier ist Blei. Toll, und ich habe da hinten gegraben wegen Blei. So viele dazu. So, wartet mal, ist... Da geht's weiter. Gut, gut, gut.
Also auf jeden Fall sieht es ja aus, als ob er weiterhin tut. Ob es so wirklich ist, ist natürlich die nächste Frage, ne? Mal hier ein bisschen bei, freikloppen. Au, 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 au. Moment mal. Ich habe doch oben den Durchgang gelassen. Genau deswegen. Hallo. Hier. Da. Da wird doch Kohle angezeigt. Ich bin doch... Sag mal. Gut, hier geht das auf jeden Fall weiter. Sag mal, ist das... Das wäre ja geil, wenn das halt auf jeden Fleck wäre. Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, die weiße Stelle sieht aus wie Potassium. Halt auf jeden Fleck, das wäre geil. So, 15 Uhr. Gut, wie schaut das aus? Das muss reichen. So, Potassium ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Zack, 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 zack. Da, wo es nicht glatt ist, kannst du rennen. Schnell hier hin, dann schmeißt man, da ist noch ein bisschen am Schmelzen. Nun mach! Wir essen doch zeitig. Gut, bam, bam, Hammer. Gut, hier war ja eine nee, hier war nicht mehr drin. Gut. Ich raste aus, der hat schon wieder duscht. Okay, wir rennen ja die ganze Zeit mit der Pickaxe durch die Gegend. Okay, so ein Ding hat ein Gewicht, aber dass ich alle 5 Sekunden so einen Liter Wasser wegtrinke, das halte ich für nicht realistisch. Nein, nein, Tim, das glaube ich nicht. So, wir müssen jetzt hier runter. Ich habe ja hier schon die Treppe rein gebaut. So, das ist Potassium. Gut, jetzt müssen wir hier ein bisschen... rumprühlen. Und hoffen, dass uns die Bude jetzt neben dem Kopf fällt. Wir müssen uns echt so langsam mal eine Tic-Tac ausdenken wegen Abschuss und so, ne? Also, was heißt eine Tic-Tac? Also ein paar Pfeiler drin und dann ist gut. Aber wir sollten das mal langsam machen, ne? Sonst haben wir ja bald dasselbe System wie der tiefe der schiefe Turm von Pisa. Das wird nämlich dann hier genauso passieren. It sackt ab. So, warte mal, 1000, das reicht. 1000, jetzt sind ungefähr... Wie war denn der... wie war nochmal der Wechselkurs? So, Benzin... Och Mensch, Mädel, wir haben doch ganz andere Probleme. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Jetzt noch. Och Mann. Und wir haben doch bloß die eine Dix an, ne? Oh Alter, das hört sich immer so nah an. So nicht. Alter, kick mal. Die war doch tot. Ich hab das gesehen, die war tot. Die Lebensanzeige zeigte 0 an. Gut, Kabi, lass dir ruhig Zeit. Was soll passieren? Ist ja nur Horde. So. Hier cleared. Würde ich jetzt erstmal sagen. So, wir werden jetzt ja erstmal den Rest pochieren. Und dann werden wir uns mal ein bisschen fertig machen, ne? Ja, ein bisschen Lebensenergie, das reicht schon. Ein bisschen Spucke und der passt das schon. Und ein Pflaster. Mehr brauchen wir nicht. So, warte mal, ist hier... Ja, das ist schon fertig. Gut. Nochmal 100 Schuss extra. Wir werden das uns aber erstmal rausnehmen. So, schwarze Pulver. Mach mal hier. Zack, zack. Jo, das funktioniert. Weil wir brauchen ja eigentlich, wir brauchen ja bloß hier, ne? Dazu brauchen wir aber, Spitzen. Geschossspitzen. Ich mag es immer noch.
Wir haben bloß noch 300 Stück. Zum Glück, ich war da ein bisschen fleißig gewesen. Vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Aber das ist doch... Ich würde mal sagen... Naja, okay, 500, ne? 100 davon. Jetzt nur noch 300 Schuss extra. Ja. Wird schon schief gehen. Und das dauert so lange. Kann man nicht die Zeit irgendwie beschleunigen? Komm, wir spielen eine Runde Verstecken. Ich versteck mich, ihr sucht mich. Das ist langweilig. Benzin. Hatte ich ja... Alter, 400 Stück noch. Komponenten. Ich glaube, da hatte ich jeden Fass und Benzin drin geschmissen. Gut. Das muss erstmal reichen, ne? In der Zeit kann der da unten das verarbeiten. Und ich glaube, Munition Produzierung, Broschierung geht schneller. Dann werde ich eben halt das in normalen Pistolenmunition, wie gesagt, umsetzen. Und den Rest in Stahlmunition für die AK. Genau. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Warum sollte das heute anders sein? Oh, hier ist ja genug Benzin. Ups. Hier ist ja noch genug Benzin drin. Das ist ja halb so wild, Alter. Wir sind ja richtig gut im... Uns fehlt bloß noch die Munition. Wie gesagt, also wir haben auf zwei Türme mindestens auf jeder Seite 500 Schuss und die andere ist abgedeckt mit 200 Schuss pro Turm. Ist nicht viel. Wir wissen, wir haben letztes Mal pro Seite 1000 Schuss verballert. Das ist schon eine Hausnummer. Also ich sag mal so, unsere Base ist sicher, aber eben halt nicht günstig. Das ist überhaupt kein Fall. So. Wie weit ist es hier schon? Ist noch am Zischen. Gut, warte mal. Wir werden erstmal so ein bisschen hier ein bisschen leer machen. Also. Munitionsteiler. Munition. Ey, ich hasse das. Ah. Gut, weil wir werden nicht alle brauchen. Wenn wir das überhaupt hier voll kriegen. Das glaube ich nicht, Tim. Eisen. Jo, dann kann doch eigentlich... Der Benzin will er hier rein. Das kann darin. Gut. Ich könnte eigentlich... Nee, shit, das habe ich jetzt alles, ja, schon verarbeitet, ja. Gut, ich wollte gerade sagen, noch ein bisschen Blei einschmelzen, aber das, was ich gerade in der Tasche habe, das ist alles. Ja, naja, was soll's. Besser wie ja nicht, wa? 200, was haben wir hier? Gut, 100 Schuss, 200 extra. Dann mach du weiter und ich werde erstmal hier innerlich ausrasten. Weil das so will er auch. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit immer sage. Das läuft die ganze Zeit richtig gut. Und am letzten Tag, ja, halt auf den letzten Drücker. Gut. Aber das heißt ja auch 7 Days und nicht 14 Days to die. Wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang, so überlegt, ob ich das umstelle, aber ja. Dann ist es nicht 7 Days mehr. Wenn ich das auf 14 Tage umstelle, das wäre nicht gut. So, Munition. Dann schmeiße ich hier nochmal einen Stack drin. Einen kleinen. Und hier genau das selber. Dann halt hier wenigstens 300 Schuss. Weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie diesmal von Richtung vorne hier so rum, dass sie so ungefähr kommen werden.
Und so ist mein Denke, weil ich bin mir fast sicher, dass sie von da kam letztes Mal. Und wie gesagt, ich rechne jetzt immer drei Seiten mit ein, habe ich immer eine Seite sicher, falls es nicht so sein sollte. Wisst ihr? Und mal kicken. Vielleicht werden wir wirklich so machen, sollte die 18, die Alpha 18 jetzt irgendwann die nächste kommen, werden wir umsteigen. Ich habe das ja hier abgespeichert, kann ja nichts passieren. Wir können ja, falls das kacke ist und noch nicht richtig laufen, können wir immer noch umspringen. Aber ich glaube das nicht. Aber ich habe es erstmal abgesichert. Wenn nicht, und wir sollten noch hier ein bisschen Zeit verbringen, werden wir eben halt so machen, dass wir ja quasi uns noch ein kleines Häuschen umbauen. Und quasi erstmal da ein bisschen Unterschlupf finden. Zur Not. Alter, immer noch 300 Schuss. Gut, was haben wir hier? Ja, AK ist eigentlich ja nicht mal so schlecht. Pistolenmunition, also hier für die Maschinenpistole. Entschuldigung. Für die Maschinenpistole, geht das klar, das ist eine Notlösung. Also wenn sie direkt vor uns stehen, quasi theoretisch. Aber wir müssen es eigentlich schön abwehren können. Und, ach du Kacke. Mensch, irgendwas hat doch mit den Zaun nie gestimmt, ne? Aber wir haben doch letztes Mal kontrolliert, es ist ja eigentlich soweit alles ganz gewesen. Und zwar die vordere Seite hat nicht funktioniert. Moment mal, Moment mal. Ach, 100 Schuss. Gut. Müssen wir nochmal schnell nachschauen. Die Sache möchte ich noch schnell vielleicht repariert oder korrigiert haben. Wenn wir den Fehler finden. Das Problem ist, ich habe den nämlich letztes Mal ja nicht gefunden, den Fehler. Meine Meinung war, dass alles ganz war. So, hier ist eigentlich alles verbunden. Der ist angeschlossen, da ist auch angeschlossen. Ja, wir können ja mal schnell hier rausgehen. So. Na komm. Gut, ihr seid schön gewetzt, also schön scharf. Gut, hier ist, läuft durch. Hier ist auch in Ordnung. Was ist denn hier? Ja, hier ist schon wieder dieser Bug. Gut. Aber es soll uns nicht interessieren. Erstmal. Ich lobte drum. So, hier ist doch auch alles ganz. Das stimmt doch. Das muss doch von hier durch nach da angeschlossen sein. Ein Pfeil. Dankeschön. Gut, da ist alles. Hm. Ich glaube, ich habe vielleicht den Fehler. Nee, Moment mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Fehler gefunden, aber nee, ist er ja nicht. Ich wollte gerade sagen, dass er ja nicht angeschlossen ist, aber das ist angeschlossen, nur das ist nach unten. Seht ihr? Da unten und nach oben. Und rein theoretisch dürfte ja kein Walzer spielen. So, Strom hat er auch. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal kicken. Warum das letzte Mal wohl nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Rein theoretisch müsste es funktionieren, aber hat es nicht. Oder ich habe es nicht gesehen, aber wir haben ja darauf geachtet, dass die Zombies da durchrennen. Ein Teil davon war nicht beeindruckt, sagen wir mal so. Na komm. Oh, Alter, die Anzeige, die macht mir jetzt so langsam mal aggressiv. Das ist gerade Spiel bei mir drin, also zu Hause. Und das sieht nicht nach Regen aus. Boah. Die Sonne scheint, aber es ist warm. Warte mal, ich werde mal kurz das Fenster aufmachen, ne? Ist das schön. Bisschen frische Luft.
schadet dem. So. Nun mach mal hinne. Gut, ich würde mal sagen, wir sind eigentlich so weit fertig. Wir können jetzt... Oh, da, was ist denn das da? Also irgendwie die Anzeige, die tut vielleicht Dinge, die sie ja nicht machen soll. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich theoretisch... Wisst ihr was? Wir werden die jetzt alle schroten. Vielleicht ist noch bei manchen ein bisschen Saft drauf. Seht ihr? Munition. Das ist doch ja nicht so schlecht. Und, wir werden die ihnen nicht verkaufen oder sonst irgendwas. Aber wir brauchen jetzt erstmal die Munition. So, du kannst hoch weg. Gut, die können hoch weg. Wird nicht viel geben, aber lieber ist ein bisschen als ja nichts. Alter, fast 500 Schuss, was wollen wir mehr? Gelbe machen wir auch noch weg. Es sind immer 30 Schuss. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd. Weil die würde immer Kohle geben, aber wie gesagt, was sollen wir mit den Geld? Also so richtig, das Ware ist es ja nicht, was die da anbieten. So, warte mal, wie weit die machen die clean. So. 500 Schuss. Wir können wieder ein bisschen Munition verteilen. Wisst ihr was? Nee, wir machen das so. Wir werden logischerweise, wir werden die Horde heute machen. Also, was soll das? Wir sind jetzt gerade bei 22 Minuten. Da jetzt extra nochmal eine Folge anfangen, das ist Blödsinn. Wir machen heute die Horde. Nicht wahr? Das wäre nämlich blöd. Wäre gut für mich, schlecht für euch. Sag mal so. So, 500 Schuss. Ich würde mal sagen, wir schmeißen jetzt überall nochmal so ungefähr 100 drin. 125. Jedenfalls auf der einen Seite. Dann sind wir wieder auf denselben Stand wie letztes Mal. Hey. Und wie gesagt, pro Horde, also eine Seite bleibt ja immer verschont, also bleibt ja immer ein bisschen was übrig. Wo kommen die denn jetzt alle her? So nicht. Das vor der Horde. Ich glaub mir Hacks. So. Kannst du mal danke? Schanke dö. Ich hab da irgendwas gehört. Selber schuld. Warum rennst du da rein? Gut. Würdet heute ein bisschen etwas länger Feuer. Ich hoffe, trotzdem Daumen und so, ne? So, 500 fast. Na. Hier könnte noch ein bisschen Munition drin. Ja, machen wir nochmal so, ne? Würde ich mal sagen, es sind fast 500 Schuss. It ist doch gut, oder? So, hier müsste ich das eigentlich schon ein bisschen aussichtlich haben. Genau, 500. Was? Wo? Links, rechts, geradeaus. Kannst du mal um die Ecke kommen? Ich sehe dich nicht. Hallo. Ach, da bist du. Hallöchen. Kannst du dich mal entscheiden? Hallo? Ich wollte gerade sagen, stillhalten, da kommt der Vögelchen. Da war sie schon weg.
Gut, warte mal, da noch ein bisschen drin. Oh, fast 500. No, klar, passt doch. So, Herr Pasta, jetzt kostet Zasta. Ich bin echt gespannt, ne? Gut, ich würde mal sagen, ich werde jetzt noch die Munition holen gehen. Wir sehen uns dann quasi, wenn ich die Maschine anschalte und ist Horde, ne? Also, bis gleich. So, und da sind wir auch, Villa. Ja, natürlich ist mir der Blei ausgegangen. Also, beziehungsweise habe ich gedacht, dass mir der Blei ausgegangen ist. Ja, was ich nicht dran gedacht habe, ja, ich habe ja auch noch Schutzmodi-Spitzen. Ja, leider habe ich die zu spät eingeschmolzen. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, pro Seite fast 1000 Schuss. Wir haben munitionstechnisch, ja, halt geht. Ja, ein bisschen, also, hat aber nicht mehr gebracht, das herzustellen, wie gesagt. Gut, müssen wir kicken, dass wir mit einer Arsch an der Wand kommen. Also, wird schon funktionieren. Da mache ich mir ja keinen Kopf. Wir müssen eben halt ein bisschen diesmal sparsamer sein. Kleinen Tick sparsamer, vielleicht. Das Dumme ist, ich habe natürlich, ja, ich sehe da, ja. Sorry, ich habe nicht dran gedacht, die Spitzen zu reparieren. Ich gehe mal davon aus, dass es noch für diese Horde reichen wird. Und in der nächsten Runde müssten wir dann quasi die Spikes erneuern. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, die werden ja von beiden Seiten beballert. Die werden ja immer von der Seite mit die Pikas beballert. Dann haben wir ja eben halt, da die ja meistens an den Seiten rinkommen wollen, haben wir eben halt die Klingen da. Da werden sie erstmal weggesäbelt. Und wenn die Spikes, die restlichen da, sie nicht erwischen, erwischen wir sie. Also so ist jedenfalls die Überlegung. Und bis jetzt, ihr wisst ja, wir sind ja eigentlich mit unserer Tic-Tac eigentlich ziemlich gut gelaufen. Aber wie gesagt, wir müssen uns mal langsam was Neues einfallen lassen, weil ständig ihn und dieselbe Horde. Ist zwar interessant zu kicken, wie viele Horden wir hier überleben werden. Aber, ja. Auf Dauer ist es langweilig. Weil, wie gesagt, unsere Horde ist, also, unsere Hütte ist erstmal sicher. Hordensicher, würde ich erstmal sagen, oder? So, die Frage ist, wie viele Horden die nur aushalten, lautstärkemäßig. Und wie gesagt, wir haben sie ja noch nicht aufgewertet auf Stahlbeton und so, ne? Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Es geht nämlich gleich los. Also, los geht es. So, und der könnte ein bisschen lauter werden, eventuell. Von welcher Seite kommen die jetzt? Das ist jetzt interessant. Ich höre sie ballern. Ich sehe bloß noch nicht. Von der Seite kommen sie. Seht ihr die? Ach, von da. Gut, warten. Kicken, ob Blitz funktioniert. Ja, es funktioniert. Gut. Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen Stress. Wir müssen uns um Kotzer kümmern und so, ne? Das ist erstmal Hauptpriorität, aber erstmal werden sie gerüstet. Ne? Ach, Buschi habe ich erstmal hinter geparkt, ne? Weil ich hatte Angst, dass sie uns irgendwann mal auseinanderkloppen, ne? Nur mal so. Muss ja nicht sein, ne? Mit dir los. Noch erstmal Purze bauen. So, wie gesagt, wir warten jetzt. Ne, Moment, wir müssen das mal ein bisschen hier leiser machen. Das ist ja, man versteht ja seine eigenen Gedanken nicht. Umgehungslautstärke. Das ist gut. Wir müssen nämlich kicken, dass uns die Schucker eventuell uns die Hiebe nicht kaputt kloppen. Und ein bisschen die Spider, ne? Wie gesagt, Munition, alles in Ordnung.
Gut, der wird eh weggesegelt. Oh, da unten ist Loot. Oh mein Gott. Da ist ein Spucker. Ich hab dich gesehen. Komm her. Komm. Du willst es, ich will es. Wir wollen es. Von welcher Seite kommt man? Ich gehe von der Seite aus. Da, da, da. Und da, da. Und der ist... Der ist weg. Kommt der jetzt hier rum? Oder da rum? Da ist er. Gut, Kai Uwe ist weg. Wie gesagt, also unsere Base, die ist so sicher. Sollte uns irgendwann mal die Munition aussehen, das ist das einzige Problem. Aber ich glaube so, ja, dann könnten wir sie mit Bogen verpeilen. Einfach peinigen. Ey, kommt da. Habt ihr gesehen? Der wollte. Der wollte uns, ne? Er will uns immer. Naja. Gut. Die Frage ist, wie lange die 500 Schuss reichen, ne? Also die 1000 Schuss. Gut, dann müsste der quasi von der Seite nächstes Mal kommen, ne? Alter, gib mal unsere Knarren, die schießen unsere Ecke kaputt. Gut, das ist weniger gut, weil der ist nämlich kurz vor der Explosion. Ich glaube, den hat es zerledert. Die Frage ist, ob ich... Gut, der ist auch weg. Natürlich ist das ein kleines Problemchen, wenn die irgendwann mal hier die erste Mauer wegbringen sollten. Dann haben wir ein kleines Problemchen. Dann können sie nämlich unterirdisch. Aber bis dahin ist noch lange hin. Und wie gesagt, wenn wir aufpassen, sollte da eigentlich nicht passieren. Dann machen wir die Spikes nicht kaputt, Freundchen. Gut, da müssen wir vorsichtig sein. Sonst machen sie es kaputt. Passt schon. Hey, der lebt ja noch. So, jetzt nicht mehr. Ja, wie ihr seht, also wir haben hier echt einen Geschilden. Gut, jetzt sind sie von der Seite dran. Gut, da funktioniert der Zaun hoch. Alter, ist das laut. Und ich hab schon runtergekurbelt, wa? Gut. Ich hab jetzt nur so ein bisschen... Vielleicht ist der Bus über meine Kopfhörer so laut. Ich gehe es nicht. Wenn nicht, dann muss ich das später ein bisschen runterregeln. Blöd ist das, Spiel Soundspur und Voice Soundspur eben dieselbe ist. Naja. Aber es sind diesmal mehr Ferale mit bei, ne? Ferale. Das ist mir immer noch zu laut. Sorry, muss euch noch mal kurz rausreißen. Aber bis jetzt läuft doch ziemlich gut, oder? Ups. Entschuldigung. Aber das ist doch... Ich verstehe das nicht. Gesamtlautstärke, ich verstehe das. Aber Umgebung... Ach, vielleicht sollte ich mal doch nicht das runterschrauben, bevor ich das andere mache. Sorry, es geht weiter. Aber ich will ja nicht, dass eure Ohren bluten. Außer durch mich. Der Zaun funktioniert auch.
Na nun, wie ist denn der jetzt so durchgekommen? Kann sein, dass der Zaun eventuell nicht... Der war doch eben tot. Ich hab das doch eben gesehen. Der schummelt. So ein paar kleine Cheaters. So, warte mal, da ist doch einer gewesen. Komm hier durch. Und? Nö, der funktioniert auch. Gut, dann weiß ich nicht, wie er da durchgekommen ist. Ach, ja, unsere Leiter. Unser Treppchen. Hier wird aussortiert, wer clever ist und wer nicht. Na ja. Bist du tot? Also unsere Schüsseltürmer, die machen schon, die räumen schon auf, ne? Und den Rest können wir dann machen. Ja, jetzt haben sie mitgekriegt, dass für den eine ganz schlechte Idee ist. Und wollen will er zurück. Gib mal die ganze Schild so. Ich muss mal ein kleines Schlückchen nehmen. Ne? Man hätte auch muten können, hätte keine Sau mitgekriegt, aber... Gut, wir haben jetzt nur noch 500 Schuss. Alles in Ordnung. Alles gut. Das gefällt mir schon mal weniger hier. So. Was ist jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Auf keinen Fall. Jetzt reicht es aber. Komm zurück. Ich glaube, irgendwie ist der Blutmond kaputt. Also der denkt sich auch schon so, wir haben eh keine Chance, lassen wir. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass noch keine Hunde mehr kommen und keine Bären überhaupt nicht und so. So ein bisschen Abwechslung oder so ist wohl nicht mehr. Was willst du denn hier? Geh mal weg. Zwei hintereinander. Dreie. Nee, zwei bloß. Der ist weg. Der muss auch weg. Er ist weg. Jetzt kommen die Spucker. Ich glaube, das ist jetzt Endspurt. Die lasse ich mal wegen Munition mäßig. Ach, scheiße. Piu, piu, piu. Da ist noch einer. Komm zurück. Komm in meinen Park. Und ich da hinten habe ich auch gesehen, außer irgendwie. So nicht. Und ich habe Munition, ne? Gut, wirst du geblitzt? Nee, du warst schon tot. Schade. Wir brauchen hier ein Exemplar zum Testen. Könnte mal bitte hier jemand rüberkommen? Hier. Och Mensch, Leute. Ich muss doch gucken, ob das funktionieren tut. Ich sehe das doch von hier nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass der Zaun funktioniert. Aber der hier, funktioniert ja noch? Och, der schluckt ja schon eher. Gut. Könnte mal bitte hier jemand rüberkommen? Der ganz nett. Junge, der ist aber... Achso, ist ein Hüppi. Ich hab mich schon gewundert. Der ist ja schön durchgekommen. Okay, der Zaun funktioniert. Oder kommt der nächste Spucker?
und seitlich war oben Sprache. Das habe ich nicht gekriegt. Wo bist du gewesen, Spucker? Da. Zu spät. Ich glaube, der ist kaputt. Spucker, Spucker sind wichtig. Ja, jetzt kommen so langsam wird die Munition knapp. Aber die Türme funktionieren. Das ist was interessiert, ne? Schuss noch. Naja. Wie gesagt, wenn wir bloß auf die Spucker reagiert hätten, kein Problem. Also ich würde mal sagen, Horde 15 auch kein Problem. So, wo bist du, Spucker? Da. Ich hab keine Munition. Bewegung. Gut, jetzt zappelt da rum. Jetzt kann er eh nichts machen. Knie weggeschossen. Also mit der so zu zielen ist schwieriger als mit der AK. Ich weiß nicht wieso. Oder ich bildet mir nur ein. Ach du Kacke, ich schieße mit der Munition, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Hey. Dafür kriegst du gleich mal eine Kugel geschenkt. Alter, die Knarre, die ist... Kann es sein, dass sie stärker ist oder so? Also wenn man trifft. Komm mal rum. Oh, Alter, schon will er. Du blöder Spucker. Komm rum. Ach, das sind zwei. Den habe ich ja nie gesehen. Den habe ich ignoriert. Jetzt nicht mehr. Gut, das ist ein Rocker, der wird... Er wurde hier geschnetzelt. Ich würde mal sagen, Horde überstanden, ne? Jo, Leute. Ich würde mal sagen, die Horde ist durch. Ja, erstmal so. Ach ja, Horde. 15. Ja, was soll passieren, ne? Ach, naja. Aber weil ich ja diesmal gelernt habe von letztem Mal, diesmal schalten wir sie aus. Also in eine Schnetzelmaschine rinzurennen ist nicht so gut, sag ich mal so. Ey, wir haben mehr Munition übrig als letztes Mal. Weil letztes Mal waren wir ja komplett alle. Und jetzt haben wir noch Munition. Das ist ja cool. Und ihn halt looten, das ist ja... Halt, wir müssen erstmal hier lang. Hoffentlich... Ja, da sind noch ein paar Säcke liegen geblieben. So, da ist nichts, da ist ein Sack. Da liegt auch noch einer. Ein bisschen Metall, ne? Oh, Alter, da liegen auch noch Säcke. Oh, da hat's ja einer überlebt. Also, fast überlebt. Naja. Der ist immer noch da. Pass auf, und jetzt kommt die nächste Horde. Gut, okay. Hier noch irgendwo ein Sack. Hey, ihr Säcke! Also hier dürfte nichts sein, weil hier hinter haben wir nichts, was schießen tut. Aber es kann ja sein, dass hier an der Seite irgendwie was ist, ne? Hier, weil hier schießen und so.
schaut aber nicht so aus. Also auf jeden Fall jetzt nicht von der Seite. Dann kicken wir mal auf der Seite. Und dann machen wir natürlich das obligatorische, wir kicken mal, was an Munition übrig geblieben ist, ne? Ja, hier sieht es. Nö, hier ist nichts. Ich glaube, das, was wir kriegen konnten, haben wir auf hier ab. So. Dann wollen wir mal gucken. Alter, hier ist so ja noch Munition drin. Nicht viel, aber hier ist noch Munition. Alter, und hier sind noch 200 Schuss drin. Wahnsinn. Ich glaube, die Zombies wären weniger. So, was sagen wir hier? Hier ist noch Munition drin. Das wäre das erste Mal, wenn ringsherum noch Munition drin wäre. 200 Schuss. Hier ist auch noch Munition drin. 200 Schuss. Ich würde mal sagen, munitionstechnisch mäßig haben die Türme diesmal besser durchgehalten. Ne, hier ist leer. Also ein Türmchen ist komplett leer. Die anderen haben alle noch ein bisschen Munition drin. Also, ich würde mal sagen, so rein theoretisch, wir brauchen neue Gebäude. Die Burg ist zu sicher. Und außerdem frisst die viel zu viele Munition. So, warte mal, jetzt holen wir mal schnell Uschi Villa vor. Bevor sie ausrasten tut. So, was haben wir denn jetzt überhaupt gekriegt? Jede Menge Plunder. Ja, ist nicht die Rede wert, also. Gut. Könnte besser sein, aber auch schlechter. Ich hoffe, ihr seht noch was. Warte mal, ich mach mal die Funze an. Hätte ich mal vorhin machen sollen, wa? Aber so duscht da ist das ja nicht. Ich hab das ja ein bisschen heller gestellt. So, Uschi, komm mal mit. Du kannst wieder vorkommen. So. Das heißt, das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Munition. Naja. Und vielleicht ein bisschen bauen. Ich glaube, wir werden diesmal wirklich bis zur nächsten Horde bauen. Und den Teil ein bisschen looten. Und wir werden nebenbei, ja, ein Haus uns aussuchen, werden die Treppe wegknallen und dann kicken, ob wir das überleben. Jetzt sind ein bisschen viele, wa? Aber das könnte funktionieren. Muss das aber nicht. Und wenn wir sterben, ist es auch nicht so schlimm. Sag mal, was haben wir denn jetzt überhaupt? Sachen Todesfälle? Also wir sind jetzt insgesamt, was schon richtig schlimm ist, 13 Mal gestorben. Alter. 6000 Zombies gekillt. Ist schon eine Hausnummer. Level 205. Game Stage. Gut, okay. Ist nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir wieder 7 Tage Zeit, war einen Arsch an der Wand zu kriegen. Also Leute, ich sag schon mal Danke an euch, die bis jetzt aushalten haben sollten, weil die Folge dürfte wieder ein bisschen länger geworden sein. Also irgendwie pegelt sich jetzt gerade zur Zeit bei mir ein, die Folgen länger zu machen. Gleich auf den Finger hauen. Ja Leute, ja, wäre nett, wenn er das mit einem Däumchen oder so, und so, ne? In die Kopf, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Kabin, bis dann. Bye-bye.